Der Joker ist im Laufe der Jahre in vielen Filmen dargestellt worden. Im Laufe der Zeit sind immer mehr Versionen des Jokers entstanden und neue Regeln für die Darstellung der Figur auf der Leinwand wurden aufgestellt. Aber trotz dieser unterschiedlichen Interpretation sind das die Regeln, denen Batmans Nemesis in jedem Film folgen muss. Der Joker ist für viele Dinge bekannt. Verabredungen mit seiner Psychiaterin, das Töten von Robin und sogar der Versuch, Fisch urheberrechtlich zu schützen. Dennoch gibt es eine Sache, die den Joker auf den düsteren Straßen von Gotham wirklich herausstechen lässt. Das kriminelle Superhirn ist bei Fans dafür bekannt, lila mit grünen Haaren zu tragen. Eine Farbkombination, die in jedem Film mindestens einmal auftaucht. Einige Batman-Schurken sind ebenfalls für ihren wilden Stil bekannt, wie der Riddler, der Mad Hatter und der Polka-Dot-Man. Aber im Laufe der Jahre haben Gothams Bösewichte monochromatische taktische Rüstungen und gedämpfte Gangsteranzüge bevorzugt, ganz im Sinne der Noir-Ästhetik, die in den frühen Comics etabliert wurde. Im Gegensatz dazu kommt der Joker in Farben daher, die selten von Bösewichten getragen werden, vor allem in Filmen. Wenn der Joker zusammen mit Batman auf der Leinwand zu sehen ist, werden die Augen des Publikums unweigerlich auf das zirkusartige Tableau aus Haaren, Anzug und grellem Make-up des Jokers gelenkt. Um dem legendären Bösewicht gerecht zu werden, erfordert eine Filmdarstellung des Jokers ein so grelles Outfit, dass es die Aufmerksamkeit von dem Typen ablenkt, nach dem der Film benannt ist. Der Sinn für Humor des Jokers gibt der Figur nicht nur seinen Namen, sondern definiert auch seine Verbrechen. Der Joker mag als Stand-up-Comedian gescheitert sein, aber er baut immer noch ganze böse Plots und Pointen, Wortspiele und Einzeiler herum auf. Sicher, er mag darauf aus sein, euch zu töten, aber der Joker ist auch definitiv darauf aus, euch zum Lachen zu bringen. Jeder neue Joker-Darsteller hat die Aufgabe, den besonderen Sinn für Humor des Jokers auf seine Weise umzusetzen. Heath Ledgers Darstellung in The Dark Knight von 2008 ist ein hervorragendes Beispiel für einen Schauspieler, der abscheuliches Verhalten und komödiantisches Timing miteinander verbindet, um dem Publikum echte, wenn auch bedauernde Lacher zu entlocken. Ob es die trockene Darbietung eines Witzes ist, nachdem er einen Kriminellen mit einem Bleistift erschlagen hat. I'm gonna make this pencil disappear. Oder die düstere Komik, die Ledger an den Tag legt, wenn er den wegen eines Zünders frustrierten Joker spielt. Jedenfalls legt der geliebte Schauspieler die Messlatte hoch. Es sind verdrehte komödiantische Momente wie diese, die der Figur ihr Durchhaltevermögen verleihen. Wenn er auf der Leinwand zu sehen ist, weiß man nicht, ob man sich auf etwas Lustiges, etwas Schreckliches oder die dem Joker eigene Mischung aus beidem einstellen soll. Jeder lohnenswerte Bösewicht braucht einen Titelsong. Vader hat The Imperial March. Der Hai in Der weiße Hai hat John Williams' Theme from Jaws und die Charaktere in jedem Martin Scorsese-Film haben The Rolling Stones. Diese Lieder alarmieren das Publikum, dass der Bösewicht angekommen ist. Mit der besonderen Ausnahme von Jack Nicholsons kunstvoller Tanzparty in Batman von 1989, die zur Melodie von Prince Partyman stattfindet, ist das Thema des Jokers kein Lied, es ist sein teuflisches Gackern. Das Lachen, das eine Oktave erreicht, die sofort als wahnsinnig empfunden wird, ist so ikonisch, dass die New York Times ein ganzes Feature über den Druck veröffentlichte, den Schauspieler verspüren, um es auf der Leinwand richtig hinzubekommen. Die meisten Darsteller, die die Rolle im Laufe der Jahre gespielt haben, schreiben das Lachen des Jokers einem Mann zu, der es gemeistert hat: Mark Hamill, der den Joker in Batman The Animated Series verkörperte. Wie Hamill der Times verriet, enthielt sein Audition-Script eine ausdrückliche Anweisung: Denken Sie nicht an Nicholson. So ließ er sich von Amadeus, den Blue Meanies aus Yellow Submarine von 1968 und den Dracula-Filmen von Dwight Fry aus den 1930er Jahren inspirieren. Hamills Performance mag nur stimmlich sein, aber er setzte den Maßstab dafür, was das Publikum von einem Joker-Lachen erwartet. Die 80er Jahre waren ein prägendes Jahrzehnt für den Joker und Batman. Frank Millers The Dark Knight Returns und Batman The Killing Joke von Alan Moore und Brian Bolland gaben dem Caped Crusader eine neue und düstere Kante, die seine Ecke des DC-Universums definieren sollte. Millers Werk konzentriert sich auf die dunkle, langfristige Beziehung, die sich zwischen den beiden Männern entwickelt hat, und lässt sie in einem Tunnel of Love bis zum Tod kämpfen. Moore und Bolands Geschichte erforscht den Wahnsinn, den diese Charaktere teilen. Wo Batman ungerührt ins Chaos starrt, hat sich der Joker direkt hineingestürzt. Diese Darstellungen gaben den Zuschauern nicht nur einen interessanten neuen Konflikt, sie machten den Joker auch zu einem nahezu perfekten Batman-Bösewicht, der in fast jeder Hinsicht das Gegenteil des Helden verkörpert.
Diese Dynamik hat die Art und Weise, wie Filme die Beziehung zwischen diesen Feinden darstellen, stark geprägt. Egal wer ihn spielt, der Joker wird alles tun, um Chaos zu säen, und Batman wird fast alles tun, um ihn zu stoppen. Selbst im Joker von 2019 hat Arthur Fleck eine zwiespältige Beziehung zum jungen Bruce Wayne. Der Bösewicht als dunkler Spiegel des Helden ist zwar eine altbekannte Trope, wird aber selten so perfekt umgesetzt. Das Publikum wird immer dann unterhalten, wenn, wie Ledgers Joker in The Dark Knight sagt, an unstoppable force meets an immovable object. Während der Joker vielleicht nicht in der Lage ist, den Mann hinter der Kutte zu töten, wird er mit Sicherheit die Menschen ausschalten, die dem Caped Crusader am nächsten stehen. Selbst wenn er es nicht auf Batman abgesehen hat, ist es die Wayne-Familie, hinter der er her ist, wie zum Beispiel der Groll, den er in Joker 2019 gegen sie hegt. Seitdem die Comic-Fans 1988 dafür gestimmt haben, dass der Joker Jason Todd tötet, haben sich die Verfilmungen stark auf den persönlichen Tribut gestürzt, den er von seinem Feind fordert. In Batman von 1989 ist der Joker der Mann, der Waynes Eltern ermordet. In Batman und das Phantom von 1993 tötet der Joker fast die Liebe seines Lebens. In Batman of the Future, der Joker kommt zurück von 2000, wird enthüllt, dass er Tim Drake, den dritten Robin des Comics, entführt und ihm als Kind eine Gehirnwäsche verpasst hat, damit er zum nächsten Joker heranwächst. Am bekanntesten ist der Joker in The Dark Knight von 2008, wo er Batmans Kindheitsfreundin und alte Flamme entführt, sie in die Luft jagt und dabei Harvey Dent in Two-Face verwandelt. An diesem Punkt der Filmografie ist der Joker der Großmarschall von Batmans Tragödienparade. Das Filmfranchise hat viele Genres erforscht, von Camp über Thriller Noir bis hin zu reiner Action. Die Charaktere brauchen etwas, das sie durch diese vielen Schwankungen hindurch erdet. Etwas, das das Publikum sofort begreifen kann. Der Joker, der Batman mit dem Verlust von geliebten Menschen bedroht, ist für jeden sofort erkennbar, egal wer auf dem Regiestuhl sitzt. Viele großartige Schauspieler haben Bruce Wayne im Laufe der Jahre dargestellt, aber egal wie talentiert der Darsteller im Fledermauskostüm auch sein mag, wann immer Batman und der Joker sich die Leinwand teilen, stellt der Schauspieler, der den Joker spielt, seinen spitzohrigen Gegenpart in den Schatten. Nehmen wir Batman von 1989. Jack Nicholsons manisches Charisma sorgt für eine ikonische Performance, die die Aufmerksamkeit von Michael Keatons zurückhaltendem Bruce Wayne ablenkt. Als bekannt wurde, dass Heath Ledger die Rolle des Jokers in The Dark Knight übernehmen würde, reagierten verärgerte Fans auf diese Entscheidung, änderten aber später ihre Meinung. Nach der Veröffentlichung des Films beschrieb der legendäre Filmkritiker Roger Ebert Ledgers Joker als die wichtigste Leistung im Film. Er folgte diesem Satz, indem er den posthumen Oscar-Gewinn von Ledger vorhersagte. Das Potenzial, das renommierte Schauspieler mit der Rolle durchbrennen können, hat sich so sehr im Zeitgeist verankert, dass Todd Phillips seinen gesamten eigenständigen Joker-Film um Joaquin Phoenix' bizarre, schwierige und letztlich Oscar-gekrönte Performance herumgebaut hat. Im Gegensatz zu einigen geliebten Charakteren passen sich die Ästhetik und die Einstellung des Jokers dem aktuellen Moment an. Im Gegensatz dazu erhält Batman vielleicht einige Anzug-Upgrades, aber er behält ungefähr die gleiche Anzahl von Grimassen, Batarangs und Waffen. Der Joker entwickelt sich weiter, während Batman stillsteht. Jack Nicholsons Joker tanzt zu Prince und die aufeinander abgestimmten Baskenmützen, Ray-Bans und Fallschirmhosen seiner Gang verleihen ihrem Unternehmen einen ausgeprägten Sinn für den Chic der späten 80er Jahre. In Batman und das Phantom trägt Hamills Joker einen eleganten lilafarbenen Anzug und ein gefährliches Grinsen. Ganz im Sinne der Retro-Noir-Ästhetik des 90er-Jahre-Cartoons. 2008 ist etwas Interessantes passiert. Heath Ledgers Joker sieht auffallend schmutzig aus und nimmt auch eine kriminelle Haltung an, die die Terrorangst der Zeit nach 9/11 widerspiegelt. In letzter Zeit haben sich die Darstellungen des Jokers für eine Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist, verschoben. Jared Letos Joker in Suicide Squad ist eine Patreon-Seite davon entfernt, ein krimineller Influencer zu sein. Während Joaquin Phoenix Joker die gesellschaftliche Angst vor der Art von einsamen, entrechteten Männern anspricht, die eng mit den dunkelsten Ecken des Internets verbunden sind. Ein Teil der Anziehungskraft des Jokers ist sein Status als ultimativer Joker. Er ist in der Lage, jeden und alles im Handumdrehen zu verraten. Von den Comics über Fernseher bis hin zur Kinoleinwand. Die Darstellungen des Jokers zeichnen sich dadurch aus, dass er unvorhersehbar agiert. Sein Status als Bösewicht gibt den Autoren die Freiheit, ihn Entscheidungen treffen zu lassen, die der Held niemals treffen würde. Während sein Ruf als Wahnsinniger jeden, sogar seine vermeintlichen Verbündeten, auf Trab hält. Wenn er nicht gerade seine eigenen Gefolgsleute aus Selbsterhaltung in Gefahr bringt, lässt der Two-Face auf dieselben Männer los, die den Joker dafür bezahlt haben, Batman zu töten. Oder wenn er es einfach halten will, verbrennt er Berge von Geld.
In einem Interview mit der BBC erklärte Regisseur Christopher Nolan, wie das sporadische Verhalten des Jokers in jeden Aspekt von Ledgers Darstellung eingeflossen ist. But a lot of it was about unpredictability, and I think he wanted to play his cards a little closer to the chest. Diese Art von Mystik macht einen Bösewicht sofort faszinierend und endlos ansehbar, selbst wenn es nur durch augenverhüllende Finger geschieht. Jede filmische Darstellung des Jokers, die etwas auf sich hält, hat einen großen Auftritt. Diese Auftritte sind nicht nur cool, sie kündigen die Anwesenheit des Jokers auf eine grandiose Art und Weise an, die sofort den erzählerischen Einsatz steigert. Zum Beispiel ist Ledgers Auftritt in The Dark Knight ein raffiniert konstruiertes Doppelspiel. Als der letzte Bankräuber erkennt, dass der Joker alle Männer angewiesen hat, sich gegenseitig zu töten, hat das Publikum eine klare Vorstellung davon, mit welcher Art von Joker man es zu tun hat. Ledgers Joker ist ein Wahnsinniger. Ja, aber der erste Überfall zeigt auch seine rücksichtslose Intelligenz und seine kalkulierten Pläne. In Joker kommt Joaquin Phoenix' komplette Darstellung der Figur erst im dritten Akt. Als er schließlich in voller Montur erscheint, wird sein Auftritt nicht durch eine Kampfszene oder ein abscheuliches Verbrechen unterstrichen. Stattdessen ist es eine Tanznummer. Phoenix' Joker-Debüt unterlegt mit Gary Glitters Rock'n'Roll Part 2 könnte nicht unterschiedlicher sein als Ledgers Enthüllung, doch beide Auftritte setzen neue Maßstäbe für große Joker-Auftritte. Humor allein macht noch keinen guten Joker aus. Er sollte auch furchteinflößend sein. Der Joker ist zwar von Natur aus ein lebhafter und charismatischer Bösewicht, aber sein Durchhaltevermögen kommt von der Art und Weise, wie er dieses Charisma mit dem Schrecken vermischt. Man denke nur an das Geiselband, das der Joker im ersten Akt von The Dark Knight an den Nachrichtensender von Gotham schickt. Mit seinem ganz eigenen Stil, dem absichtlich dilettantischen Schnitt und dem nicht abgemischten Ton scheint das erschreckende Band aus einem anderen Film zu stammen. Es ist zutiefst verstörend. Später, als Ledgers Joker auf der Jagd nach Harvey Dent die Gäste einer Dinnerparty als Geisel nimmt, spürt jeder auf der Leinwand und im Kinosaal, wie seine Handflächen schwitzen, wenn er sich über die Absichten des Jokers für sein Opfer klaviert. Es sind Momente wie diese, die wesentlich für die Macht der Figur über die Kinobesucher sind. Viele Bösewichte haben Flair, viele reißen Witze und die meisten haben eine Armee von entbehrlichen Schlägern, die nur selten mit Vor- und Nachnamen angesprochen werden. Aber der Joker ist einer dieser besonderen Schurken, dessen Bellen schlimmer ist als sein gewaltiger Biss. Die Fähigkeit des Jokers, jedes Mal, wenn er auf der Leinwand zu sehen ist, eine intuitive Reaktion beim Publikum hervorzurufen, hat die Figur im öffentlichen Bewusstsein verankert. Fans jeden Alters erinnern sich daran, wie sich in ihrer Kindheit die Haare im Nacken aufstellten, wenn sie sein unheimliches Lachen hörten. Es gibt eine fundamentale Regel, der die Darstellung des Jokers in Filmen folgen muss, die alle anderen übertrumpft. Der Joker darf Batman niemals töten. Eines der interessantesten Dinge am Joker ist sein Wunsch, seinen Erzfeind am Leben zu erhalten. Das gibt er sogar in der Verhörszene von The Dark Knight zu, indem er sagt: I don't want to kill you. What would I do without you? Für die meisten Schurken würde dieser Ansatz die Gefahr, die sie für den Helden darstellen, wirklich entschärfen. Im Gegensatz dazu lässt der Wunsch des Jokers, den Kampf fortzusetzen, ihn sogar noch gefährlicher erscheinen. Der nicht enden wollende Kampf zwischen Batman und dem Joker macht mittlerweile einen Teil des Reizes des Franchises aus. Der Joker bemerkt oft, dass das Leben ohne Batman langweilig wäre. Und das Publikum kann nicht anders, als sich genauso zu fühlen. Er findet immer wieder Wege, die Fledermaus fast zu zerbrechen und damit auch immer wieder neue Wege, das Interesse des Publikums aufrechtzuerhalten. Diese mörderische Will-ich-will-ich-nicht-Dynamik macht ihre Beziehung wirklich einzigartig. Und Fans sind dankbar dafür. Schaut euch eines unserer neuesten Videos direkt hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über Batman. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.